Hallo Winternet. Oh Gott. Wisst ihr, was mein Kalender mir erzählt hat? Seit gestern ist der erste Cosplay-Wettbewerb auf diesem Channel vorbei, was zwei Dinge bedeutet. Erstens, wir haben einen Gewinner und zweitens, es kommt der nächste Cosplay-Wettbewerb. Aber kommen wir zuerst zu dem aktuellen Gewinner. Das hier waren ja die drei Teilnehmer und ihr hattet einen Monat Zeit, um zu voten. Und durchgesetzt hat sich Salio als Cloud. Falls ihr mir nicht glaubt, könnt ihr einfach die Kommentare im letzten Video selbst zählen und dann werdet ihr sehen, dass ich mich nicht verzählt habe. Jedenfalls von mir einen herzlichen Glückwunsch an Salio und der Gutschein ist auf dem Weg zu dir. Okay, kommen wir also zum nächsten Wettbewerb und diesmal sind es wieder drei Teilnehmerinnen und das Motto ist irgendwie Mädels mit Schwertern, was nicht unbedingt falsch ist. Aber bevor ich mich noch weiter im Kopf und Kragen rede, kommen wir zu den Teilnehmerinnen. Als erstes haben wir die Flocke. Sie tritt an als Maker aus Vocaloid. Und neben Kartenspielen und Singen wirft sie noch gerne mit lasziven Blicken um sich. Oder Killerblicken. Je nachdem. Bei Frauen ist das schwer zu unterscheiden, manchmal ist es auch beides. Egal, ich find's geil. Okidok, als zweites möchte ich euch Riku-chan zeigen. Ja. Sie nimmt teil als Zugetsu aus Naruto in der Sexy no Jutsu-Variante. In meinem Skript steht, dass ich jetzt was über zwei Dinge auf der Welt, die nach Fisch riechen, sagen sollte. Allerdings ist sie so süß, dass ich mir das verkneifen will. Außerdem wäre das irgendwie respektlos. Aber, oh Gott, niedlich. Und als dritte und letzte Teilnehmerin haben wir Mausal. Falls der Name so ausgesprochen wird. Falls nicht, tut's mir leid. Sie nimmt jedenfalls teil als Dark Link aus The Legend of Zelda. Und denk dran, er ist böse. Aber hasst ihn nicht nur, weil er schwarz ist, okay? So Internet, das sind unsere drei Teilnehmer für den Wettbewerb und jetzt liegt es an euch zu entscheiden, wer gewinnt. Denn ihr habt es in der Hand, indem ihr einfach den Namen eures Favoriten, den ihr hier eingeblendet seht, unten in den Kommentaren postet. Das Ganze wird bis zum 29. November laufen, danach werde ich die Stimmen auszählen und den Gewinner bekannt geben und dann startet auch der nächste Wettbewerb. An dieser Stelle wünsche ich allen Teilnehmern natürlich wieder viel Erfolg und es geht wie immer um einen 20€ Einkaufsgutschein bei mycostumes.de. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mitzumachen, wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in meinem ersten Contest-Video, das findet ihr hier, oder ihr lest euch einfach die Infobox hier unten durch, da stehen auch nochmal alle Regeln und so weiter drin. Also, ich freue mich auf weitere Einsendungen und viele Kommentare und ich verabschiede mich jetzt bis nächste Woche. Also, seid besonders und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!